Immo United schafft aus Millionen von Immobiliendaten die ideale Grundlage für die Entscheidungen am Immobilienmarkt. Auf geht's! Top 8 jetzt! Wer holt sich ein Top-Seeding fürs große Finale am 23. Mai? Links nach rechts der Dave vom Talentteam VfB Stuttgart. Und von rechts nach links der Erich, der Bundesliga-Club-Eventspieler des SK Rapid Wien. Von rechts nach links. Best of one noch. Let's go, meine Damen und Herren. Let's go. Lasst es krachen. So, Gonzales. Aber gut verteidigt. Der nimmt jetzt Tempo auf. Dreht aber wieder ab. Schöner Trackback. Castro. Massimo. Massimo. Bartstuber. Größte Legende. Gonzales. Aber der Pass zu schwach. Sehr interessante Kamera. Oder Stadion. Sieht anders aus, so ein bisschen. So, gut verteidigt. Immers, Van Cleef, Immers, Vogle, Gonzales und es geht in die andere Richtung. Koulibaly, Gonzales, Koulibaly, Endo. Sosa, Endo, bis dato sehr ausgeglichenes Spiel, Neubi auch hier im Chat, grüß dich, hier siehst du deine Mannschaft, AOD den Hack, Castro, Gomez, Mario Gomez, schöner Pass zu Gonzales und der schließt ab und der Ball geht aufs Aluminium. Kempf, Koulibaly, Gonzales. Bis dato besser ins Spiel gefunden hat auf jeden Fall Dave vom VfB Stuttgart. Also er spielt nicht nur Stuttgart, weil es seine Lieblingsmannschaft ist, sondern weil er dort auch unter Vertrag ist im Talentteam. Das bedeutet, der ist richtig jung, meine Damen und Herren. Also im Gegensatz zu mir sind die alle jung. So, Gomez, Mario Gomez nochmal. Mein Namensväter! Schöner Pass, schöner Abschluss und 1:0 für Dave vom VfB Stuttgart. Gonzales, Gomez, Gomez, Gonzales, wieder Gomez, aber kriegt den Pass nicht durch. Der Bock. Gonzales. Schöner Pass in die Mitte, aber der Ball kommt nicht zu einem Stuttgarter und somit jetzt vielleicht eine kleine Konterchance, die sich aber wieder in Luft auflöst, weil es zu lang dauert. Der Bock. Immers. Bogle. Bis dato noch kein Abschluss von Erich. Die Stuttgarter stehen sehr stabil. Sehr kompakt, sehr stark. Endo. Sosa. Endo. Van Cleef. Den kann er jetzt schicken. Was für ein Pass. Der war schlecht. Aber ja, ich bleib am Ball. Schöner Pass in die Mitte. Nochmal schöner Pass.
wunderschön gespielt und er gleicht aus zum 1:1. Holy shit. Richtig guter Pass. Das war Iniesta, sein Sohn, Alter. So, Massimo. Aber Dave, gleich mit einem Antwort. Bleibt am Ball, aber gut verteidigt von der Bock. Bruni, haltest du uns auf dem Laufenden, wie es läuft? Mit dem Lollipop und mit mir? Falkenburg, Immers, Malone, Meyers. Meyers. González. Koulibaly. Gomez. Schöner Pass, aber gut mitgelaufen von Spence. Okay. Schöner Pass. Er sucht Manuel Gomez. Sehr, sehr taktisch gutes Spiel auf hohem Niveau. Respekt an beide Gegner, gefällt mir sehr. Typisches FIFA 20 Schweizer Spiel. Endo schön gemacht. González. Castro. Der junge, talentierte VfB Stuttgart Spieler. Geht auf den letzten Angriff. Auch in diesen jungen Jahren schon richtig krass. Vom taktischen her. Kompliment, Grüße gehen raus. Und der kommt zum Abschluss. Doch nicht. Und somit geht eine spannende Partie in die Halbzeit mit 1:1. Zwischen Erich und Dave. So, zweite Halbzeit beginnt im Viertelfinale zwischen Dave von rechts nach links mit den Trikots der Stuttgarter. Auch er ist dort sogar unter Vertrag im Talentteam. Und von links nach rechts der Erich mit AOT Den Haag. Er war ein Finalist vom Club-Event des SK Rapid Wien. Beide haben sich schon fürs Finale qualifiziert. Aber jetzt geht es darum, wer holt sich den Tagessieg. Wenn das ein Tor gewesen wäre, hätte ich sofort gesagt, das ist für mich Tor des Turniers. Aber das haben wir noch nicht. Da gibt es mehrere. Also, strengt euch an, liebe Teilnehmer. Lasst mich aufbeben. Lasst mich verrückt werden. Damit auch wieder die Top 5 Tore vom Qualifier 3 wieder rasieren. Und die wir nächste Woche wieder präsentieren können. So, wie gesagt, wenn ihr ein Spiel gegen mich gewinnen wollt, macht eine Story auf Instagram, Facebook. Markiert mich. Und ich werde alles reposten. Und habe gerade gesehen, dass schon ein paar eine Story gemacht haben. Die habe ich auch schon repostet. Also, ihr könnt das Spiel gegen mich gewinnen. Die schönste Story gewinnt. So. Und die fragt, was gibt es heute zu essen? Über das Thema sprechen wir nicht. Ich habe keinen Hunger und ich habe keinen Durst. Mir geht's blendend. So, jetzt Dave am Ball mit einem schönen, ruhigen Spielaufbau. Castro. González. Endo. Castro. Wem von den zwei sehen wir im Halbfinale? Erich oder den Dave? Erich drückt auch jetzt auf Pause.
Schöner Dragback. Nochmal schöner Dragback. Puh. Soda! Koulibaly. Schöner Pass jetzt. Der hat Platz. Wer kommt im Rückraum? Er muss warten. Schöne Flanke! Pogle. Schöner Pass, aber gut mitgelaufen von Erich mit der Bock. Aber der Stuttgarter gewinnt den Ball. Der Stuttgarter gewinnt den Ball, aber dann gut abgelaufen. Aber er bleibt weiter am Ball. Katastrophaler Fehler von Erich. Schöner Trackback, aber jetzt gut verteidigt. Und kriegt den Ball wieder. Sehr spannendes Spiel. Der Erich, schon vorher ums Ticket ins Golden Goal gegangen. Geht's jetzt wieder ins Golden Goal? Erich und Golden Goals oder was? Oder kann Dave vorher die Entscheidung machen? Oder Erich vielleicht. Wir nähern uns der 77. und 76. Spielminute. Seitenwechsel. Sosa. Sosa, Castro, Endo, Endo, Gomez, Koulibaly, Koulibaly, schön gemacht, aber richtig krasse Verteidigung von Grätsche. Spannendes Spiel, meine Damen und Herren, das geht safe ins Golden Goal und doch nicht, Manu Gomez, der schießt sein eigenes Spiel ab. Da wird er sich ärgern, der Dave. Da wird er sich ärgern. Holy shit, wird er sich ärgern. Der schießt seinen eigenen Spieler am Rücken. Mario Gomez. Ui, 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 ui. Das war krass. So, 84. Minute. Kommt hier noch die Entscheidung vor dem Schlusspfiff oder geht's wieder ins Golden Goal? Ah, danke, Bruni, fürs Update. Wenigstens positiv, der Ball. So, weiter geht's. Der Bock. Immers. Pogle. Wir sehen einen Golden Goal, meine Damen und Herren. Wir sehen einen Golden Goal. Wir sehen einen Golden Goal. Wir sehen ein Golden Goal. Erich wieder ein Golden Goal. Unfassbar. Und wir gehen schon ins Spiel wieder. Die schenken sich nichts.
die verlieren keine Zeit, gar nichts. Wer sichert sich das Halbfinale-Ticket für heute und spielt um ein richtig gutes Seeding fürs große Finale? Ist es Erich, der im Bundesliga-Club-Event teilnehmer des SK Rapid Wien, oder ist es Dave, der unter Vertrag ist beim VfB Stuttgart im Talentteam? Also, auf geht's, Jungs! Der Beste möge gewinnen, let's go! Sosa. González. Castro. Endo. Schön, er jetzt den Ball erobert. Aber es dauert wieder zu lang. Aber trotzdem, er hat auf jeden Fall noch eine gute Möglichkeit. Setz dich auch durch. Spiel in der Mitte zu Bogle. Der dreht sich. Schöner Dragback. Der wieder zu Bogle. Aber der kommt nicht. Schöne Gritsche. Aber gut, jetzt wieder verteidigt von Dave. Koulibaly. Wie viel ist ausgegangen? Kukil gegen S04 Kuch Inter. Endo. Koulibaly. González. Wunderschön gespielt und das ist die Entscheidung. Dave zieht ins Halbfinale ein. Glückwunsch. Immo United schafft aus Millionen von Immobiliendaten die ideale Grundlage für die Entscheidungen am Immobilienmarkt.